Hallo, hier ist Volker Kaminski. Lasst es bitte nicht so weit kommen in diesen kulturlosen Zeiten. Ich wollte ja eigentlich in Karlsruhe aus meinem neuen Roman Der Gestrandete lesen, am 6. April im Kohi. Die Veranstaltung wurde leider verschoben. Deshalb habe ich mir gedacht, ich gebe euch zur Einstimmung ein paar kleine Häppchen aus dem Buch. Habt ihr schon mitbekommen, dass Frank Steiner aus Bali zurückgekehrt ist? Nach langer Zeit? Direkt nach Karlsruhe? Doch jetzt konnte ich mir keine Geschichte mehr über böse Naturmächte ausdenken. Ich saß nur da und dachte an Frank Kalina. Schließlich nahm ich das weiße Blatt Papier und notierte: Frank Kalina alias Frank Steiner. Arbeitet als Callboy auf Bali, später als Animateur auf Teneriffa. Er heiratet und lässt sich schon nach einem Dreivierteljahr wieder scheiden. Er kehrt erst nach vielen Jahren im Ausland nach Deutschland zurück. Warum nach Karlsruhe? Ist es das Geld seiner Tante? Ich betrachtete am frühen Nachmittag die Bäume in unserem Garten und entdeckte an den Zweigen sprießendes Grün. Ich saß auf einem gepolsterten Stuhl am Rand des Rasens und rauchte eine Zigarette. Mich packte wie jedes Jahr eine Art Frühlingsschwermut angesichts dieser naiven Kraft, die überall im Garten bemerkbar wurde. Ich wurde dieses Jahr 43. Aber das scherte diese gierig strotzenden Pflanzen überhaupt nicht. Der Garten würde wieder genauso schön werden wie im vergangenen Sommer. Die Natur funktionierte wie eine Maschine, die ewig läuft, ohne zu altern. Sie sorgte für Vermehrung und Ausdehnung, ließ Blüten und Früchte entstehen, doch genauso gefiel es ihr manchmal, alles wegzufegen, was ihr im Weg stand, und das Leben auszulöschen. Das Ganze hatte so wenig Sinn und Bedeutung wie eine Ziffer im Weltall. Drittes Häppchen. Es war wieder ein Tag mit ungewöhnlich tropischen Temperaturen gewesen. Am Abend hatte die deutsche Nationalmannschaft gegen Brasilien unvorstellbar hoch mit 7:1 gewonnen und stand jetzt überraschenderweise im WM-Endspiel. Wir hatten uns nach dem Spiel auf die Terrasse gesetzt, uns einen weiteren Cocktail gemixt und ich hatte die Zeichnung aus meinem Zimmer geholt. Vielen Dank und viele Grüße nach Karlsruhe und hoffentlich sehen wir uns zu einem späteren Zeitpunkt, vielleicht schon im September oder noch später im Herbst, wieder in Kogi.